Gott, heute haben wir einen weiteren interessanten Gesprächspartner, Herr Professor Ewert, Inhaber des Lehrstuhls Computerlinguistik und Korpuslinguistik hier an der FAU in Erlangen. Ja, Sie sind Mathematiker von Haus aus. Jetzt haben natürlich viele Juristen Jura studiert, um nie mehr etwas mit Mathematik zu tun zu haben. Und über Legal Tech trifft es einem jetzt sozusagen von hinten durch die Brust geschossen. Was ist Computerlinguistik? Computerlinguistik ist, wie man sich vorstellen kann, die maschinelle Verarbeitung natürlicher Sprache, also alles, was damit zu tun hat, Texte mit dem Computer zu analysieren, entweder zur Extraktion von Informationen, von Wissen, von Fakten, von Gegenständen, oder auch einfach zur Verarbeitung der Texte, um die dann für weitere Nutzung zu erschließen. Die Legal-Tech-Szene spricht ja gern von NLP, Natural Language Processing. Das ist sozusagen genau... Das ist der Begriff Computerlinguistik. Genau. Früher haben wir immer Computer... Genau. Aber Ihr Lehrstuhl umfasst ja auch die Korpuslinguistik. Wo ist jetzt da der genaue Unterschied? Die Korpuslinguistik, man muss wahrscheinlich ausholen und erstmal erklären, was ein Korpus genau ist. Ah ja, okay. Mhm. Korpus ist eine Stichprobe der natürlichen Sprache, einer bestimmten Spezialsprache, wie der juristischen Fachsprache zum Beispiel, das als Stichprobe Rückschlüsse auf die Grundgesamtheit, also die Sprache als solche, erlauben sollen. Die Korpuslinguistik befasst sich im weiteren Sinne damit, solche Korpora zu erstellen, zu linguistisch zu erschließen und dann verschiedenen Anwendungen zuzuführen. In dem Sinne ist es dann auch eine große Überlappung mit der Computerlinguistik, denn das erfolgreiche NLP basiert zum großen Teil darauf, dass solche Korpora als Trainingsdaten genutzt werden oder zur Wissensextraktion direkt analysiert werden. Ah, okay. Das heißt, ein Korpus dient dann auch zum Training für Natural Language Processing. Genau, das ist eine der wichtigsten Anwendungen. Das macht zum Beispiel die ganzen maschinellen Übersetzungsprogramme, die heute bekannt sind, so erfolgreich, dass sie auf sehr großen Korpora trainiert werden können, die sprachlichen Muster aus den Korpora erfassen. Und damit dann Übersetzung in vielen Sprachen anbieten können. Ah, okay. Interessant. Und wie genau erstellt man jetzt einen Korpus? Also nehmen wir an, wir haben ein BGH-Urteil. Was muss ich jetzt tun, damit am Schluss ein Korpus entsteht? Zunächst natürlich mal die ganzen Urteile sammeln, denn ein einziges Urteil ist noch, würde formal einen Korpus darstellen, als Mathematiker gesprochen, aber als Computer- und Korpuslinguist ist es viel zu wenig Textmaterial, um einen Korpus zu bilden. Interessant sind Korpora natürlich besonders da, wo die automatische Analyse mit informatischen Methoden auch einen echten Gewinn bringt, also wo die Datenmengen so groß werden, dass man sie nicht mehr einfach alle durchlesen kann und durch manuelle Analyse ein volles Verständnis erzielen kann. Typischerweise handelt es sich da um Datenmengen von wenigstens 1 Million laufenden Wörtern. Ich bringe es gerne in die Ich ordne es gerne so ein, zu sagen, dass ein Jahrgang in einer großen Tageszeitung ungefähr 50 Millionen Wörtern Text entspricht. Eine Million Wörter wäre also ein paar Ausgaben der Tageszeitung von vorne bis hinten. Ein sehr langer Roman, ein epischer Roman, dürfte auch 500.000 bis 1 Million Wörter enthalten im Extremfall. Also um das ein bisschen in den Kontext zu setzen. Und die Million Wörter, das ist so eine Schallmauer, die man gerne überschritten hat. Oberhalb von 1 Million Wörter werden diese quantitativen, statistischen Auswertungen wirklich interessant und wirklich sinnvoll. Mit kleinen Korpora ist schwer zu arbeiten. Also man möchte nicht ein Urteil haben, sondern tausende von Urteilen, um dann auch viele Millionen Wörter Text zusammenzutragen. Deswegen besteht der erste Schritt immer darin, überhaupt das Textmaterial zu beschaffen. Im Fall des Bundesgerichtshofs zum Beispiel, den wir uns als Beispiel vorgenommen haben, sind die Texte online verfügbar, können von jedem heruntergeladen werden und man muss dann nur ein Programm entwickeln, das systematisch die Webseiten des Bundesgerichtshofes durchsucht, die Verweise auf die Texte findet und die ganzen PDF-Dateien herunterlädt. Dann kommt der schwierige Schritt, nämlich aus den PDF-Dateien, die ja im Prinzip gedruckte Dokumente in elektronischer Form sind, wieder die Texte zu rekonstruieren. Also Texte im Sinne einer Folge von Zeichen und nicht eines formatierten Dokuments. Das ist schwieriger, als man erstmal denken möchte. Ich denke, die meisten Menschen stellen sich in einem PDF-Dokument eigentlich einen Text vor. Wenn diese Hürde dann genommen ist, dann liegt tatsächlich mal ein erstes Textkorpus vor im Sinne von den Primärdaten, den Objektdaten, also einer langen Zeichenfolge von Textmaterial, das dann noch mit Metadaten angereichert werden muss, wie
Zum Beispiel bei Urteilen möchte man das Aktenzeichen, das Datum des Urteils wissen. Und außerdem noch linguistisch aufbereitet werden muss, um effizienter damit arbeiten zu können. Diese linguistische Aufbereitung, da haben Sie erzählt, da geht es dann auch ums Tagging und so weiter, also so ums Etikettieren einzelner Worte in diesem Korpus. Im Prinzip handelt es sich um eine sprachwissenschaftliche Analyse des Textes auf einer relativ einfachen Ebene, die formalisiert und automatisiert werden kann. Also die Wortartenannotierung, das Tagging, das besteht darin zu unterscheiden, was Substantive sind, was Verben sind, welche Wörter Adjektive sind. Um dann nach solchen sprachlichen Mustern suchen zu können und nicht nur eine einfache Stichwortsuche vornehmen zu können. Das ist interessant, aber wer macht das Tagging? Das muss da ja sozusagen eine studentische Hilfskraft im Schweiße des Angesichts arbeiten, oder? Ja, da muss man sogar richtige Sprachwissenschaftler dazu nehmen. Schlimm, ja. Also im ersten Schritt müssen es tatsächlich mal die Sprachwissenschaftler machen, denn hier, da es sich um eine linguistische Interpretation handelt, ist es nichts, was ganz automatisch gesehen kann. Es muss erstmal vorgegeben werden, was sind denn eigentlich die Wortarten, welche Wortarten sind zu unterscheiden und was für Muster bilden diese Wortarten. Im Deutschen wurde in einem größeren Forschungsprojekt 1 Million Wörter Text manuell auf diese Weise mit Wortarten annotiert. Die können dann genutzt werden, um automatische Verfahren zu trainieren. Maschinelle Lernverfahren lernen das Vokabular, lernen das ein Wort wie Gesetz ein Substantiv ist und Wörter mit großen Anfangsbuchstaben, Substantiv oder Eigennamen sind im Deutschen, lernen die wichtigsten Präpositionen und anderen Funktionswörter kennen und lernen darüber hinaus, was die typischen Abfolgen von Wortarten sind. Also dass wir sowas wie der alte Mann typischerweise einen Artikel haben, gefolgt von Adjektiven und dann kommt irgendwann ein Substantiv. Und das ist die Information, die dann zur automatischen Verarbeitung der Texte genutzt werden kann. Absolut interessant. Also man muss sozusagen ein bisschen Human Power einsetzen und dann kann man aber Trainingsdaten erzeugen, um maschinell... Das ist auch das wichtigste Prinzip der Computerlinguistik. Okay. Ist ein großer Teil der modernen Natural Language Processing besteht darin, Daten mit irgendwelchen Informationen zu annotieren von Hand. Oft werden auch Crowdsourcing-Methoden eingesetzt, also auf Online-Plattformen Worker eingesetzt, die diese auf einfache Schritte heruntergebrochenen Aufgaben dann durchführen können. Und anhand dieser annotierten Texte können dann maschinelle Lernverfahren trainiert werden. Und das Tolle ist, das darf ich verraten, ist nicht nur Theorie, Sie haben tatsächlich aus 29.000 BGH-Entscheidungen einen Korpus gebaut und können uns hier was vorführen. Und damit über 40 Millionen Wörter Text zusammengekriegt, also eine Größenordnung, die auch dem Mathematiker Freude macht. Freude macht, super. Wir lesen also jetzt 40.000 BGH-Wörter mit einem Schlag durch. Genau, nach was wollen wir denn suchen? Wir könnten zum Beispiel nach AGB-Kontrolle oder AGB, also so nach dem Motto, der Jurist interessiert sich für unwirksame Klauseln. Wir können unwirksam eingeben. Wir können auch mal nach AGB einfach AGB suchen. Also wenn ich ein Wort eintippe, dann findet der Computer in Sekundenschnell natürlich alle Vorkommen des Wortes. Das ist ähnlich wie jede Volltextsuche in einem Texteditor. Hier haben wir schon... Und kann uns sofort sagen, dass wir 603 Vorkommen in diesen 50 Millionen Wörtern Text haben. Und auf der dritten Zeile sieht man schon 307 BGB. Das ist genau unsere Vorschrift in der Juristerei, die sozusagen eine AGB-Kontrolle vorschreibt. Interessant, ja. Genau. Es kann natürlich auch sein, dass AGB in irgendwelchen größeren Zusammensetzungen erwähnt werden. Und Computer sind sehr präzise, im Gegensatz zu Google sind auch solche linguistischen Suchwerkzeuge sehr präzise, werden uns hier also auch nur das Wort AGB als solches liefern. Wir können dann mit verschiedenen, mit einer Anfragesyntax auch nach Wörtern suchen, die mit AGB beginnen oder AGB irgendwo enthalten. Und dann auch wieder in Sekundenschnelle Häufigkeitslisten erstellen, um zu sagen, dass AGB-Recht, AGB-Sparkassen, AGB-Kontrolle. AGB-Banken haben wir immerhin, wie viel Fälle? Das 162 Vorkommen, die wir uns auch gleich anzeigen können. Interessant, ja. Man sieht auch schon, welcher Absatz da immer genannt wird. Das Interessante ist, links von unserem Fettdruck steht sozusagen ein bisschen Text rechts davon, sodass man sich vorstellen kann, worum geht es da. Genau, man soll eben auch möglichst schnell sehen können, in welchen Kontexten das Wort verwendet wird, was über diesen Begriff ausgesagt wird, was dann oft auch noch durch eine Sortierung unterstützt wird. Absolut interessant.
Also die Möglichkeit, so viele BGH-Entscheidungen nach bestimmten Wörtern zu durchsuchen, liefert sozusagen die Korpuslinguistik. Und wir könnten natürlich jetzt hier auch, die Zeit reicht leider dafür nicht, aber wir könnten natürlich ganze Klauseln eingeben und dann würde man finden können, ob diese Klausel schon mal in der BGH-Rechtsprechung so beurteilt wurde. Das Problem dürfte aber sein, dass die Klausel sozusagen wörtlich sozusagen identisch sein muss. Also wir haben noch keine Ähnlichkeitssuche in diesem Tool. Genau, in diesem auch Tool. Wieder im Gegensatz zu Google und den ganzen Websuchmaschinen ist das Ziel, dass diese Werkzeuge für Sprachwissenschaften entwickelt sind, möchte man möglichst präzise suchen. Es wird also genau das gefunden, was eingegeben ist und es werden keine Ähnlichkeiten, keine Suchen gemacht, sondern keine Tippfehler korrigiert. Es gibt aber auch viel Forschungsarbeiten zur Suche nach ähnlichen Textstellen, weil man mit verschiedenen Methoden eben dann Ähnlichkeiten, kleine Änderungen in Wörtern berücksichtigen kann, zulassen kann, dass manche Wörter einfach fehlen, dass man eine Textstelle findet, die zu 80% mit der gesuchten übereinstimmt oder sogar semantische Ähnlichkeiten berücksichtigen könnte. Das Interessante ist ja, dass man sozusagen hier erstmal sehr exakt hinschaut, denn wir haben genaue sozusagen Annotationen, wir wissen genau, welche Wörter das vorkommen, wie viele vorkommen, in welchem Zusammenhang sie vorkommen. Ist sozusagen dann mit Ähnlichkeiten etwas fuzzy zu machen, würde die Exaktheit natürlich, die der Korpus liefert, zunächst etwas verwässern, aber vielleicht die Anwendung verbreitern. Könnte man das so sagen? Könnte man so sagen, wobei ich als Wissenschaftler bevorzugen würde, präzise vorzugehen und eine spezifische Ähnlichkeitssuche. Nicht die allgemeine Ähnlichkeitssuche zu machen, die so wie bei Google das in den meisten Fällen das findet, was der durchschnittliche Anwender haben möchte, sondern eher präzise, dass man spezielle Verfahren implementiert werden, die zu einer eingegebenen Textstelle nach wohl definierten Kriterien ähnliche Textstellen finden können und die natürlich auch anzeigen können, wie genau die Entsprechung ist. Super. Ich sage ganz herzlichen Dank. Absolut interessant. Wir haben das erste Mal wirklich Legal Tech Live hier angewendet. Einerseits Signifikanz und andererseits Präzision. Das ist sozusagen die Kunst. Tausend Dank. Dankeschön.